Meine Kinder wurden mir weggenommen, da ich krank bin und man gesagt hat, ich wäre nicht in der Lage, auf die Kinder aufzupassen. Es war im Auge des Jugendamtes nicht gut genug, was ich getan habe. Meine Kinder bedeuten mir sehr viel, also die geben mir auch die Kraft, mit meiner Krankheit weiterhin umzugehen. Also das ist der Sinn, den ich noch habe. Ich wünsche mir also, dass meine Kinder wieder zurückkommen und dass wir ein ganz normales Leben führen dürfen. Die Krankheit der Mutter ist nicht per se eine Kindeswohlgefährdung, sondern nur, wenn sich Versorgungsengpässe ergeben. Das war hier aber nicht der Fall. Okay. Kann losgehen. Das Gleiche nochmal. Gehen bitte. Runden losgehen. Und jetzt bitte. Okay. Und jetzt bitte. Und losgehen. Weise verstehen. Nein, verstehen kann ich es nicht. Also das, was man mir so direkt vorgeworfen hat, kann ich nicht nachvollziehen. Ich sag mal, ich hatte zwar ein paar schwache Momente, aber nicht so, dass man mir deswegen hätte die Kinder wegnehmen müssen. Also das finde ich nicht gerechtfertigt.
Jetzt sitzen sie ihnen. Nicht so gut. Also es macht mich schon sehr traurig, wenn ich hier so an Spielplätzen vorbeigehe, wo ich halt mit meinen Kindern war. Und man kommt sich halt einsam vor und so. Man fragt sich einfach, warum musste das so sein? Warum hat man mir das Angebot nicht angenommen, wo ich gesagt habe, man sollte mir eine Familienhilfe bis Weihnachten geben, dass ich halt das, was ich halt nicht gut finde, halt ändern kann. Und darauf ließ sich das Jugendamt leider nicht ein. Also die hatten für sich schon entschlossen, halt die Kinder mitzunehmen. Also ich hatte gar keine Chance mehr gehabt. Du bist rechts drin. Ich werde alles tun, dass meine Kinder wieder zurückkommen. Alles, was ich halt machen kann und was man mir empfiehlt. Ja, auf die Hoffnung, dass die Kinder zurückkommen. Die geben mir Kraft. Und deswegen tue ich auch das Beste dafür. Ich brauche und so viel auf der Beine bin, das braucht man dann halt die Kraft. Also, dass sich das dreht? Ja, das dreht sich nicht. Das können Sie vergessen. Das reicht mir ja schon vollkommen aus. Meine Tochter ist halt ein bisschen schlau. Die hat da einen Röntgenblick und das hat sie von ihrem Vater. Der kann man nichts vormachen. Auch genau, wenn ich ihr erzählt hätte. Wenn ich ihr erzählt hätte, ja, Mama will das. Mit den Teddys an. Okay, den weißen Teddy bitte. Dann können Sie anfangen zu stapeln bei mir. Noch ein bisschen weiter. Der kennt, wo die Schule ist. Und dann könnten Sie mir einfach so ein paar da Bilder... So, da sieht man, dass sie sich ganz stark verändert haben. Also, und ich glaube auch nicht, dass ich diese fröhlichen Kinder so... Hat das ja mitgekriegt. Da war er auch ja, etwas über ein Jahr, wo ich krank war. Nochmal 3 Sekunden innerlich zählen und dann anfangen. Und nochmal Tabletten rausholen.
Und bitte. Und rein damit.